Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 15. Februar 2021, 7.25 Uhr, hier auf Nimmerland. Heute ist den ganzen Tag Karneval. Zeit, nach draußen zu gehen und eure besten Tanzschritte zu zeigen. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Oh, danke, Melinda. Ja, auch herzlich willkommen von mir zurück zu Animal Crossing. Ich weiß, gestern gab's erst den letzten Part, ja. Aber das Event geht heute schon los. Es geht heute einfach schon los. Und ja, okay, wir haben auch heute Rosenmontag, habe ich vorhin mitbekommen. Wir packen mal eben die Sachen hier aus. Geschenk? Von wem war das denn? Altertumsgebilde platzieren. Oh, ein Bild haben wir, okay. Ich weiß nicht warum. Aber das macht... Achso, ich... Oh Gott. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier nach den Paketen hier gesucht. Am liebsten würde ich die da ja erstmal drin lassen, ne? Am liebsten schon. Egal, egal. So, wir tun jetzt einfach mal alles ins Lagerchen. Und dann geht's los mit dem Event. Ja, Leute, feiert ihr Karneval? Ich muss gestehen, ich habe das letzte Mal mit 10 vielleicht Karneval gefeiert. Danach fand ich es nicht mehr so cool. Sonst habe ich ja ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Kindergarten, beziehungsweise in einer Kita. Und da haben sie auch Karneval gefeiert. Da habe ich mich als Spider-Man verkleidet. Och, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ja, Spider-Man ist einfach nur ein Jumpsuit, ne? Und fertig. Gefühlt. Nee, du sollst auch weg hier. Ins Lager, bitte. Was ist das hier eigentlich? Einpacken ins Lager? Wie einpacken? Habe ich nur Geschenkpapier oder was? Nee. Weg damit. Ich brauche Platz. Platz. Auch wenn ich jetzt hier nur Schrott rein tue. Aber es kümmert mich eigentlich nicht. Mehr so. So. Dann wollen wir mal schauen, ne, was wir machen müssen. Ich bin gespannt. Ich weiß eigentlich schon, was wir machen müssen. Habe ich die Sachen dabei? Ja, habe ich. Oh, Glück gehabt. Oh, guck mal, es regnet. Konfetti. Also regnen, ne? Wenn man das regnen nennt. War was Dickeres, oder? Sah so aus. Da eine Feder. Wir müssen nämlich die Federn hier sammeln, damit wir irgendwas bekommen. Ich habe mir die Möbel nicht angesehen. Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt Möbel sind oder nur so Kränze, wie Melinda jetzt auf hatte. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja. Ich habe heute tatsächlich nicht so viel zu erzählen, außer dass ich nachher mal bei meinem PC-Anbieter da anrufen werde und nach einer anderen Grafikkarte vielleicht frage, weil dann will ich vielleicht schon nächste Woche meinen Rechner bekommen. Statt die GeForce 3080 oder so, die RTX 9000 oder was das war. Die ist natürlich auch 40 Euro teurer, glaube ich. Deswegen macht mir das eigentlich dann auch nichts. So habe ich es dann zumindest früher schon zu Hause, Leute. Ich probiere nachher mein Glück. Ich hasse telefonieren, deswegen wird das eine kleine Überwindung sein für mich. Und hier ist schon Pavo. Viva! 1 und 2, 3 und 4. Deine Hüften, sie kreisen nicht, sie hören die Musik nicht, sie tanzen nicht. Das ist unakzeptabel für Pavo. Wer ist Pavo? Ich bin Pavo, die internationale Nummer 1 im Tanz. Bewege dich wie Pavo, schwing die Hüften wie Pavo, tanze wie Pavo. Viva Karneval! Ah ja. Die Rhythmen des Karnevals halten dich in ihrem Bann. Das ist super, denn Pavo lässt dich nicht im Stich. Nun denn, gib dich ganz dem Geist des Karnevals hin. Nur einmal im Jahr feiern wir den Tanz und die Musik. Doch zuvor, deine Kleidung, sie ruft um Hilfe, sie erträgt den Karneval nicht. Bitte verwahre diese Kleider sicher in einem langweiligen Schrank, wo sie sich in den Schlaf weinen können. Finde Kleider, die den Rhythmus des Karnevals hinausschreien, hülle dich in sie und tanze. Pavo sollte zuerst seine Worte tanzen lassen und dir die Bräuche des Karnevals erklären. Also höre, du siehst die Viva
graziösen Federn am Meer. Nicht so wunderschön wie Pavo, nicht so charmant wie Pavo, aber dennoch sehr hübsche Federn. Pavo will sie bringen, Pavo drei gleichfarbige Federn und er ist eine Belohnung in der Farbe. Und die entzückende Regenbogenfedern liebt Pavo über alles. Bringen sie Pavo allesamt, na los. Pavo vergaß direkt den Tanz. Im Herzen und in den Hüften kannst du Regenbogenfedern selbst basteln. Nimm diese Bastelanleitung von Pavo und lass dich vom Tanz leiten. Oh mein Gott, ey. Pavo, es ist einerlei, wofür du die Federn des Karnevals verwendest. Doch wisse, erhält Pavo Federn von dir. Erhältst du vivaziöse Geschenke von Pavo. Okay. Wir haben ein neues Rezept. Nice, wir gucken mal direkt rein. Und ich würde sagen, ja, wir... Obwohl, wir haben überhaupt gar nicht so eine Partykleidung, glaube ich. Lila, Smaragd... Oh, Smaragdfeder fehlt mir nur noch. Okay, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo eine Feder finde. Thomas tanzt mit dem Schlitten. Okay, das ist natürlich seine Sache, ne? Wenn er da mit dem Schlitten tanzen will. So, hier haben wir die Flaschenpost, die hatte ich vorhin schon gesehen, aber ich habe die ignoriert, beziehungsweise habe die erst später wahrgenommen. So, wir brauchen jetzt noch eine Feder, Leute. Das Event soll, glaube ich, bis 19 Uhr gehen. Irgendwie so in die Richtung. Eine Schneeflocke. Das ist ein Geschenk. Habe ich eine Steuer damit? Bestimmt nicht. Doch, habe ich. Da ist es. Oh, es fällt doch eh ins Wasser, oder? Ich denke, ja. Ja, war klar. Oh! Oh! Eine Regenbogenfeder. Glaube ich. Oder? Toll! Ein Regenbogenfeder! Viva Karneval! Ja, super! Ja, super, Leute! Ja, über was können wir reden, Leute? Rechner habe ich schon bestellt. Also, ne? Gedingst. Muss ich nachher halt mal anrufen. Mann. Da brauche ich seelische Unterstützung wieder. Ich hoffe, im Teamspeak sind welche, wenn ich jemanden anrufen muss. Sonst bin ich momentan weiter an Detektiv Conan schauen. Das macht aber auch Spaß, Detektiv Conan, muss ich sagen. Gibt es sonst noch irgendwas? Ich muss überlegen, Leute. Ich muss überlegen. Viele Freunde spielen zurzeit Star Wars Jedi Fallen Order und streamen das. Ich würde es so gern schauen, aber ich möchte es halt selber spielen. Ne, ist ein anderer Frosch. Och, was willst du denn jetzt? Moritz, wo warst du so lange? Wir haben mindestens was? Du warst auf der Insel? Ja, ich habe Versteck mit dir gespielt. Ach man, ich dachte, du verschwindest jetzt. Du willst ausziehen. Aus Nimmerland. Nimmerland sieht noch gar nicht so nimmerländlich aus, aber ist mir auch egal. Mittlerweile, Leute. Da haben wir noch eine Regenbogenfeder. Nice. Ich bin so gespannt, was ich jetzt hier für Zeugs gleich bekomme. Ist das Smaragd? Könnte sein. Smaragdfeder. Nice. Haben wir die Pokémon-Edition schon mal gefangen? Oh, hier ist noch eine. Ich meine, die rote heißt Saphir. Rubin. Heißt sie dann Saphir? Nee, Azur. Okay. Okay. Hi, ich hab Federn. Warum sprichst du mit Pavo, wo du doch tanzen für sich sprechen lassen solltest? Bei meinen Schwanzfedern. Pavo kann seinen Augen nicht trauen. Eine Regenbogenfeder. So schön, so Karneval, so Pavo. Wird sie Pavo gehören? Ja, ist für dich. Oh ja, gib sie Pavo, gib sie ihm jetzt. Ach Mann, wieso muss ich das denn selber auswählen? Hier. Ahahaha, wie bei Regenbogen. Tanze, lache, folge Pavos Rhythmus, posiere, stolziere, viva Karneval. Oh, kann ich die Federn einfangen und dir wiedergeben? Ah, Pavo ist höchst erfreut. Das ist der Geist des Karnevals. Du bist gut zu Pavo und Pavo ist gut zu dir. Siehe, Pavo gibt dir die Karnevalslampe. Nice. Okay. Die stellen wir mal direkt hier hin, um zu schauen, wie die ausschaut. Okay.
war. Okay. Du bist hier ein paar, wo die Federn. Ja. Ich hab noch mal ein paar Federn für dich. So schön, so Karneval. Ja, sie ist für dich. Oh, ja, gib sie mir. Oh, Regenbogenfeder. Hahaha, wie bei Regenbogen. Tanze, lache, folge Papas Rhythmus, passiere, schätze, folge Papas Füßen. Viva Karneval! Ah, Pavusche ist erfreut. Hier, ich hab natürlich wieder was für dich, oder? Karnevalskost-Konfetti-Maschine. La. Die brauche ich auf jeden Fall. Ich hätte aber auch gerne so eine Kleidung wie du. Okay. Was willst du denn jetzt? Sagst du mir Hallo oder was? Ja, ich rede nochmal mit dir, Victorchen. Cool. Oh, cool. Oh, die Maschine ist echt cool. Bringst du ein paar was Federn? Psst, die heißen Rhythmus, das Karneval. Es flüstert ein paar wohl die Anwesenheit von Federn zu. Pavo spürt drei Farben. Drei Federn der gleichen Farbe. Werden sie Pavo gehören, gib sie. Ja, ist für dich. Hier, ich hätte auch. Ich bekomme jetzt bestimmt so blaues Outfit, oder? Kann ich mir vorstellen. Nein, Pavo beginnt schon einmal. Ahaha. Ja, Pavo schwingt, Pavo dreht sich. Nur an Karneval, versteht sich. Hurra, Karneval! Pff, alter Schwede, ey. Tanzt Pavo gut? Antworte nicht. Es war eine rhetorische Frage. Pavo ist erfreut. Pavo hält sein Wort und gibt dir die Karnevalsbühne. Oh. Nee. Lel? Ich dachte, ich bekomme jetzt so ein Outfit, damit ich auch Karneval mitfeiern kann. Okay, wie sieht denn die Bühne aus? Oh, das ist ja cool. Pavo, du hast echt coole Sachen tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht und auch nicht erwartet. Auch nicht erwartet. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen Pavo hat. Müssen wir nachher mal schauen. Nee, Thomas, nicht schon wieder. Ich habe gerade schon mit dir geredet. Das ist so eine neue Farbe, oder? Nee, lila. Oder? Ja, lila. Dieses pinke da unten. Dieses hell lila und was das sein sollte. Oh, der singt da schön. Das ist toll. Viva Karneval, sage ich da nur. Oh Gott, ey. Ich hasse Karneval. Ich finde Karneval super, Leute. Super. Eindruck ist das Event nur ein Tag lang? Ist das jetzt wirklich nur ein Tag lang? Das weiß ich nämlich gar nicht. Muss ich vielleicht mal ergoogeln. Aber ich meine, es ist nur heute. Oder vielleicht doch eine Woche, wie bei Osterhase-Dings. Wie beim Osterhase. Oh, die Kürbisfarbe war ein Fehler. Oh, ich bin doch müde. Wir haben aber auch erst 7:39 Uhr. So, jetzt mal. Gehen wir hier mal nochmal gucken. Mit den Schneemännern, ne? Habe ich eh schon aufgegeben, ehrlich gesagt. Oder links ist noch eine Rubinfeder. Oh, ich finde die Rubinfeder, die ist echt schön. Ich hätte trotzdem ganz gerne so einen Kranz. Oder irgendwas für den Kopf. Habe ich ja noch meinen Silvesterhut. Oh nein, wir haben ja bald wieder Ostern, Leute. Kommt dann Ostern wieder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ostern, der Hase. Den niemand will. Hier ist nichts. Okay. Okay. Hab schon lange keinen Regenbogenfeder mehr gefunden. Wie kann man den nur zu Rubinfeder? Ah, man kann nur drei stapeln, okay. Ach so, wegen den Farben. Ja, okay. Ergibt Sinn. Ergibt tatsächlich Sinn. Oh, ich hab's. Ich hoffe, mein Kescher geht nicht kaputt. Da die noch alle gar nicht aufhaben hier.
Schleppnäpp und so, ne? Oh, ich finde ja, man, Animal Crossing ist echt schön, ja? Aber ich möchte auch mal Schnee. Ich möchte, dass es schneit. Also, extremer schneit. Mann, so ein schöner Schneesturm wäre mal cool. Aber der wird mir ja nicht geboten. So, eins mache ich wieder, nice. Ah, Leute, es kommt bald Kingdom Hearts für PC, Leute. Da freue ich mich ja tatsächlich auch. Dann werde ich es wahrscheinlich nochmal spielen. Aber dann streame ich das wahrscheinlich, denke ich. Videos brauche ich dazu jetzt nicht zu machen, denke ich. Weiß ich noch nicht. Ich habe keinen Dings mehr. So, Pavo, hi. Du bist hier und Pavo. Ja, Pavo. Oh, er labert immer das Gleiche. Ja, ist für dich. Guck mal, ich kann dir jetzt... Kann ich dir nicht mehrere Sachen geben? Oh, nur drei. Okay. Ich guck gleich mal, ob ich zu Hause noch einen Cash hab. Ja. Tanz, Tanz, Hüpfe, Schwingen, Karl, Karneval. Puh, uff, dieser Tanz ist schwierig. Das Gefühl, gute Arbeit geleistet zu haben, ist Belohnung genug. Karnevalstand. Ein Karnevalstand, cool. Ja. Ja, ich hab dir Federn gebracht. Ja, ist für dich. So, ich werde heute auf jeden Fall noch sehr, sehr produktiv werden. Ich habe mir vorgenommen, um 8 Uhr, also in 18 Minuten, spüle ich. Weil ich spüle nicht immer direkt am nächsten Tag, sondern ich habe einen Spültag und das ist am Montag bei mir. Denn ich habe keine Waschmaschine, das ist das große Problem. Und spülen ist blöd. Also meistens, ne, also eigentlich immer, ne, spüle ich das kurz ab, also einfach mit Wasser kurz auswaschen. Und dann lasse ich es halt immer bis Montag stehen. Denn ich weiß, da ist mein Spültag. Ich habe ja keine Lust, jeden Tag zu spülen, Leute. Boah, so viel wie ich koche. Das. Boah, Hilfe. Vor allem, ich brauche schon lange für Spülen, finde ich. Ne. Da muss ich mir das irgendwie anders machen. Ja, dann werde ich auf jeden Fall. Bettzeug wechseln. Ja, Montag ist so mein Arbeitstag, würde ich fast sagen. Ja? Den Tag, den ich halt hasse. Werde ich Wäsche waschen? Ich glaube, ich werde als erstes Wäsche waschen. Dann werde ich den Müll rausbringen. Falls die Mülleimer voll sind. Ich glaube nicht. Aber Restmüll kann man halt immer rausbringen. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was wir jetzt hier Schönes bekommen haben. Eine Karnevalstrommel. Cool. Eine Karnevalsfahne. Oh, kann man die umdesignen? Das fände ich cool, wenn man das kann. Und ein Karnevalstand. Oh. Der ist auf jeden Fall hübsch. Ich will nicht mit dir tanzen. Ja, okay. So, ich gehe mal ganz kurz gucken, ob ich zu Hause noch einen Kescher habe. Weil dann können wir auf jeden Fall noch ein bisschen keschern. Ja, das ist gerade mein Plani. Ohne Kescher ich nichts hier machen kann. Weil sonst war's doch schon mit dem Part. Aber es sind auch schon 18 Minuten, ne? Also 19. 19. Wo ist denn das Inventar hier? Mann, warte, links oben steht's, glaube ich. Da. Boah, ich war schon lange nicht mehr in diesem Inventar hier drin. Sonstiges. Ja, zwei Stück haben wir noch. Okay, dann fangen wir uns noch ein paar Federn, Leute. Bis die zwei Kescher kaputt sind, ne? Dann war es das mit dem Part auf jeden Fall. Rüste ich mal aus. Ein Kinderkescher. Guck mal, der passt perfekt zu Karneval. Obwohl Karneval ja eigentlich gar nicht so für, ne? Finden Kinder gar nicht so toll, habe ich das Gefühl. Zumindest im Kita. In der Kita. Ich kann es verstehen. Wenn man nämlich zum Beispiel jetzt auf den Zug geht, dann sind dann alle besoffen und sowas. Und als Kind ist das vielleicht wirklich
blöd? Also es ist eher ein Erwachsenenfest, würde ich sagen, oder? Als Kinder. Es war ja eigentlich nur für Kinder geplant, dieses Fest, ne? Aber mittlerweile ist es ja eigentlich nur Saufen, Saufen, Saufen. Und das ist Karneval in Deutschland. Ich würde mal Karneval gerne in Brasilien erleben. Ich habe gehört, die saufen da nicht so viel. Und ist dann wirklich mehr für Kinder und so. Auch akzeptierter und viel aufwendiger und so. Ach, mal schauen. Obwohl, ich will eigentlich nicht nach Brasilien, Leute. Ich will nach San Francisco, nach Orlando, Leute. Und dann zum Harry Potter Schloss. Und nach Hogsmeade. Ach, Leute, da will ich hin. Was mache ich nur hier in Deutschland? Ich weiß es selbst nicht. 3-3. Ich gucke hier noch. Ob hier irgendwo noch Federn sind. Ah ja, und wenn der neue Rechner da ist, ne, dann wird sich auch die Qualität von Animal Crossing und den anderen Spielen erheblich verbessern. Kann ich nämlich im 4K aufnehmen. Und nicht in 700 noch was. Oh, da freue ich mich schon drauf. Aber auf die Streams freue ich mich, glaube ich, am meisten. Ob ich einen festen Streaming-Plan da machen werde, das weiß ich noch nicht. Also dreimal die Woche würde ich dann schon ganz gern streamen. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Zwei Streams wahrscheinlich am Wochenende. Und einer irgendwann unter der Woche. Na, vielleicht sogar vier. Ich muss mal schauen, ne? Hab auf jeden Fall richtig Bock. Richtig Bock. Und dann kann ich Dead by Daylight Videos machen. Dann leckt Dead by Daylight nicht in der Aufnahme. Das ist super. Da freue ich mich auch schon auf. Dann werde ich nämlich viele Leute dazu verpflichten, mit mir Dead by Daylight zu spielen. Ja. Facecam, ne? Wird wahrscheinlich auch kommen. Spätestens, wenn Hogwarts Legacy kommen sollte. Alter, es leckt nicht nur. Also, weiß nicht, es ist nicht so flüssig, habe ich das Gefühl heute. Also mal wieder. Aber das liegt an Animal Crossing. Denn ich spiele ja auf dem Bildschirm, ne? Und ich gucke ja nicht zum Laptop, wo die Aufnahme ist. Nur zwischendurch, ne? Aber selbst auf dem Bildschirm ruckelt. Also es fühlt sich nicht flüssig an. Und Star Wars kommt vielleicht. Star Wars Jedi Fallen wollte ich vielleicht auch eine Facecam machen. Muss ich noch gucken, wie viel überhaupt so eine Facecam kostet. Ne? Denn. Oh, mein Magen knurrt gerade. Wie viel haben wir wieder? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 Stück. Okay. Hallo, Pavo. Ja. Mach einfach. Kann man das nicht überspringen? Kannst du das nicht selbst auswählen? Hier, Azu-Fehler. Ich würde ganz gerne wissen, wie viele Items es jetzt gibt. Soll ich mal eben googeln? Also ich kann ja schon mal die Frage eingeben. Während ich hier A drücke. Animal Crossing. Pavo Items. So, hier. Smaragdfarbe bitte. So, ist das irgendwie? Ah, nee, seit gestern. Nee, seit heute gibt's den Pavo. Nur an diesem Tag könnt ihr bunte Federn, blablabla, Geschenke abfüllen. Außerdem bekommt ihr einen Tanzanlage zu sehen. Ein besonders seltener sind die Farben von Regenbogenfedern. Wer eine erspäht, sollte sie möglichst fangen und ebenfalls zu Pavo bringen. Welche Möbel, Kostüme und Belohnungen rund um Karneval? Okay. Wow, hier steht nicht die Anzahl oder irgendwas. Ja, ich habe hier nochmal Federn für euch. So. Von 5 bis 4.59 Uhr geht das Event.
Ah, eben einer links. Aha. Ah, okay. Es gibt 9 Möbel. Die Möbel, also die stehen jetzt hier, ne? Aber da steht jetzt, ja, zeigen sie jetzt nicht, wie sie aussehen. Ach, die ganzen Möbel kann man auch im Laden kaufen, wow. Wow, toll. Ich kann nur als Erden hierfür sammelt ihr 3 Regenbogen für den Faschingsgast. Hierfür, was? Dürft ihr den Karnevalswagen erhalten? Ah, sobald ihr die oben in der Tabelle aufgeführten 9 Möbelstücke vom Paar erhalten habt, dürft ihr den Karnevalswagen erhalten. Hierfür sammelt ihr 3 Regenbogenfedern für den Faschingsgast. Oh Gott, muss ich jetzt 3 Regenbogenfedern sammeln? Also die kann man ja zum Glück auch craften, ne? Achso, wir schauen uns mal eben die Möbel an. Dann zählen wir gleich, ob wir schon 9 haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück haben wir nämlich schon. Eine Ballonlampe. 7. 8. 9. Okay, das haben wir. Cool, cool. Der Ballon, der ist auch cool. Ich würde mir ganz gerne die Girlande anschauen, aber ich weiß gerade nicht, wo ich mich hier hinstellen soll. So, wir schieben dich mal eben hier ein bisschen weiter weg. So. Kann ich jetzt? Ja. Ist auch cool. Ja. So. Bereits auf euren Sinn, so kauft ihr euch die Kleidungsstücke, Karnevalskleid, Karnevalstracht sowie Karnevalsschmucke im Vorfeld des Festes. Hierbei wählt ihr aus den Farben Rot, Grün, Blau oder haltet ebenso nach dem Viva Karnevalsemotionen. Ihr dürft diese im Regal gute. Aha. Okay, Leute, das heißt, wir brauchen nur noch 3 Regenbogenfedern, dann haben wir alles. Heißt, die müssen. Oh, hier ist schon mal eine Smaragdgrüne. Ich sag immer Smaragdgrün. Ach, ich muss damit aufhören. Das heißt Blattgrün das Spiel und nicht Smaragdgrün. Ah, noch eine Azurfeder. Mal ganz kurz hier gucken. Okay, ich hab's verstanden. Ich dachte, es gibt vielleicht doch noch eine 5. Farbe. Aber nee, gibt's nicht. Boah, ich krieg grad Hunger. Ich muss ein Toffifee essen, Leute. Es tut mir leid. Ich gehe nämlich erst morgen einkaufen. Das schaffe ich heute nämlich nicht. Weil sonst will ich das auch am Montag meistens nicht machen. Ach, ich habe mir außerdem schon mal Pokémon Snap vorbestellt. Ich habe die Coupons da benutzt. Ja. Habe ich dann zusammen mit Pokémon Schild gekauft. Oh, Leute, ich bin momentan wieder total gehypt auf Stardew Valley. Ich mache mir so viel Spaß. Wirklich. Mega. Mega, mega. Bald kommt ja auch ein neues Story of Seasons raus. Im nächsten Monat. Das würde ich vielleicht gerne streamen. So zwischendurch mal. Weil ein Let's Play davon würde ich nicht machen. Weil das ist, glaube ich, ich werde über 10.000 Parts wahrscheinlich. Bis es dann endlich mal fertig ist. Und so ein Bauernspiel ist halt nie fertig, gefühlt. So, letzter Toffifee, Leute. Gott, ich bekomme ihn nicht raus. Ja, jetzt aber. Lila und Grün brauchen wir noch. Olen. Mann! Danke.
Ja cool, die letzte können wir dann herstellen, oder? Denke ich. Haben wir jetzt alles. Da stand glaube ich auch eine Werkbank, meine ich, in der Nähe. Guck mal. Hier unten glaube ich. Ja. Etwas herstellen. So, zack. Ja. Aber es sollte auch Kleidung geben, oder nicht? Das. Ach nee, nee. Das gab's im Shop. Oh, hi. Ja, ist für dich. Guck mal. Viva Susi. Aha, Pavo lacht, Pavo schreit, tanz mit Pavo seit Viva Karneval. Und noch einmal hoch, runter, links, rechts, vor und zurück, Pavo tanzt, Viva Karneval! Uff, puh, dieser Tanz, das nennt man Perfektion, alles dir zu verdanken. Zu solch vivaziösen Leistungen ist Pavo nur motiviert, wenn man ihm Federn bringt. Nun hast du den ultimativsten aller Preise verdient, Pavo verleiht dir den Karnevalswagen. Nice, Leute, Damien. Oh, das ist ein Geschenk. Ja, oder Pavo verlangt es auch. Doch zuerst will Pavo tanzen. Tanzen mit Pavo. Ja, tanze und bringe Pavo mehr Federn. Dann gibt es weitere Belohnungen. Okay, ich muss aber erstmal hier das Geschenk runterholen. Ist nämlich wichtiger als du. Zack. Zeig mal her hier. Oh, kann ich immer gebrauchen. Danke. So, wie sieht denn der Karnevalswagen aus? Ich bin gespannt, ob er größer ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht er cool aus. Oh mein Gott. Ich zeige euch am Ende nochmal alles nebeneinander. Ja, ja, ja. Ne, die Matte nehme ich auch mit. So, und das auch noch. Du bist hier, um Pavo die Federn zu bringen? Ja, ja, passt. Ja, ja, hier. Ich hab noch mal was. Und vielleicht kriege ich ja irgendwas Cooles. Oder ich krieg was Doppeltes. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke, ja. Oder ich bekomme jetzt endlich mal Kleidung. So ein Kranz auf dem Kopf hätte ich ganz gerne. Oh, zeig her jetzt hier. Karnevalsbühne. Okay, es gibt nur das Doppelte, Leute. Okay, okay, hätten wir das geklärt? Guck mal, wir haben fast 8 Uhr. Hat genau gepasst, finde ich. Oh, dann suchen wir uns mal eben einen Ort, wo ich die ganzen Sachen hier präsentieren kann. Hier oben nämlich. Hier oben kann man es am besten präsentieren, denke ich. Okay, dann fangen wir mal an mit 1. Ne, Karnevalswagen jetzt nicht. Karnevalsfahne. Dann kommt hier der Ballon hin. Oder eine Trommel. Eine Karnevalsbühne. Eine Karnevalslampe. Eine Konfettimaschine. Die ist echt cool. Ein Karnevalsstand. Ja. Kommt's mal bitte weg. Ne, Herzbouquet nicht. Karnevalsbühne haben wir doch schon. Karnevalsgelande. Ne. Mein Gott, ey. Ich krieg die nicht weggeschoben. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Fehlen noch zwei. Noch drei sogar. Ballonlampe, genau. Die passt da auch noch hin. Und was haben wir jetzt noch? Karnevalsbühne, Herzbouquet, Herzbouquet, Karnevalswagen. Nö, dann haben wir alles. Gut, Leute. Das sind die Sachen. Und zum krönenden Abschluss gibt es hier noch den Karnevalswagen. Der mega cool ist.
hatte. Oh, mega cool, oder? Der sieht wirklich cool aus. Kann man sich nur leider nicht reinsetzen, wie beim anderen Wagen. Aber sieht schon cool aus. Ja, Leute, ich hoffe... Juhu, warte, ich tanze auch noch. Wie geht das nochmal? Ich hab keine... Ah, hier. Lalalala. Okay, Leute, das war's dann mit Animal Crossing, dem Karnevals-Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.